Herzlich willkommen bei Einfach Basteln. Heute zeige ich dir, wie du diese Schmetterlinge hier falten kannst. Und alles, was du dafür benötigst, ist ein quadratisches Papier. Ich habe jetzt hier eins mit einer Kantenlänge von 15 x 15 cm. Habe ich dir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, falls du das gleiche haben möchtest. Und fangen wir an mit der Anleitung. Wir knicken das Blatt diagonal. Das heißt, die untere Kante bzw. die untere Ecke hier an die obere setzen. Und falten das Blatt danach auf. Und danach musst du auch den Schritt auf der anderen Seite wiederholen, auch nochmal diagonal falten. Wenn du soweit bist, dann knickst du das Blatt nochmal so in der Hälfte. Und im Anschluss daran drehen wir das Papier um und setzen den Knick halt einfach nur auf der anderen Seite. Das heißt, wir halbieren das Blatt auch nochmal. So, nun knicken wir das Blatt hier in etwa so ein. Das bildet sich jetzt hier schon aus. Wir nehmen diesen Knick bzw. die bereits gesetzten Knicke und falten das ganze Papier zu so einem Dreieck und knicken das Dreieck hier nochmal an der Faltkante. Ja, wenn du nun soweit bist, dann nehmen wir uns eine Schere und schneiden die gefächerten Ecken hier, dort wo das nicht zusammen ist, rund ab. Das bildet dann nachher die Form der Flügel. Ja. So, nun können wir das Papier wieder auffalten und sollten uns das jetzt so vor uns liegen haben. Wir knicken nun die obere Ecke nach unten in die Mitte. Und auch die andere Seite. Wenn du nun soweit bist, drehst du das Papier um und faltest die untere Kante über den Schmetterling hinaus. Dadurch entsteht schon so eine leichte Biegung. So, wenn du die jetzt hier in etwa so ein wenig festgedrückt hast, drehst du das Papier nochmal um und knickst die obere Kante damit das Papier nicht absteht. Und so ist schon eigentlich dein Schmetterling fertig. Das knickst du jetzt hier nochmal in der Hälfte. Und so sieht er dann zum Ende hin aus. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, lass doch ein Abo da. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal.